Ja, herzlich willkommen beim neuen Wort der Woche, nämlich Heimat. Sie werden sich jetzt sicherlich fragen, warum wir ausgerechnet in einem Kaffeehaus sitzen. Ganz einfach, das Wiener Kaffeehaus war wirklich einmal die Heimat vieler Menschen, darunter Politiker, Künstler, Juristen und vor allem Schriftsteller. Wir befinden uns hier im Café Zentral, im Palais Ferstl, sicherlich eines der bekanntesten und elegantesten Kaffeehäuser Wiens. Es wurde 1860 eröffnet und dieses Palais beherbergte natürlich nicht nur das Kaffeehaus, sondern auch die österreichisch-ungarische Nationalbank, einen kleinen Basar und auch die Wiener Börse. Das Café Zentral wurde vor allem nach der Schließung des Café Grinsteidls zu dem literaten Kaffeehaus in Wien. Hier verkehrten unter anderem Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Egon Friedell, Alfred Polger und vor allem Peter Altenberg. Peter Altenberg war sicherlich der Stammgast schlechthin. Deswegen sitzt er ja fast 100 Jahre nach seinem Tod immer noch hier im Café Zentral. Im Café Zentral wurde gearbeitet, hier wurde gedichtet. Hier hatte man seine Inspiration, hier traf man Freunde, hier wurde viel diskutiert. Im Café Zentral empfing man seine Post. Peter Altenberg zum Beispiel gab als Postadresse immer nur an Café Zentral, Wien 1. Hier hat man die Post nicht nur empfangen, hier hat man sie natürlich auch bearbeitet. Im Café Zentral wurde man angerufen. War man ausnahmsweise einmal nicht im Kaffeehaus, naja, dann hat der Ober die Nachrichten entgegengenommen und sie dann an den jeweiligen Gast weitergeleitet. Im Kaffeehaus konnte man Zeitung lesen, im Kaffeehaus konnte man Schach spielen, auch Tarock spielen war hier möglich. Gerade die Literaten verbrachten eigentlich den ganzen Tag im Kaffeehaus, denn sie hatten Zeit. Geld verdienen, das war fast schon eine Schande. Dafür hatte man ja die Mäzene. Und das beste Beispiel dafür ist wiederum Peter Altenberg. Peter Altenberg war der größte Schnorrer seiner Zeit. Er hat ja selbst einmal so schön gesagt, ich gebe kein Trinkgeld, ich nehme höchstens welches. Ja, und vielleicht war das auch der Grund, warum er so gerne hier im Café Zentral war. Denn hier konnte er auch anschreiben lassen. Eines schönen Tages saß Peter Altenberg hier auch einmal wieder im Café Zentral und hat einen Gast angeschnorrt um 2 Kronen, damit er sich eine Portion Reisfleisch bestellen konnte. Das Reisfleisch kam, Peter Altenberg aß es und hat es dann natürlich auch bezahlt. Zum größten Erstaunen des Gastes kostete das Reisfleisch allerdings nur 1,20 Kronen. Ganz erstaunt hat der Peter Altenberg gefragt, sagen Sie, warum borgen Sie sich von mir 2 Kronen aus, wenn das Reisfleisch doch nur 1,20 kostet? Hat Peter Altenberg ganz entrüstet gesagt, also bitte, haben Sie hier Spezialpreise oder ich? Es war für ihn wirklich ganz normal, so zu leben. Immerhin hatte er ja auch ein ärztliches Attest über eine Zerrüttung des Nervensystems. Er durfte gar nicht wirklich arbeiten. Ja, wie gesagt, diese Herrschaften haben wirklich den ganzen Tag hier im Kaffeehaus verbracht, meistens auch noch die Abende. Der Stammgast Grüner hat einmal so schön gesagt, ein ordentlicher Stammgast ist der, der am Abend bei der Sperrstunde den Sessel noch selber auf den Tisch stellen kann. Und manche dieser Gäste konnten auch den Wechsel der Jahreszeiten nur vom Café aus mitbekommen. Hier im Café Zentral gab es einmal eine kleine Seitentür, damit das Schachzimmer belüftet werden konnte. Diese Seitentür wurde allerdings erst nach dem Winter geöffnet, sprich mit dem Einbruch des Frühlings. Und eben dieser Stammgast Grüner hat einmal so schön gesagt, die Tür ist offen, also es muss Frühling sein. Eine andere Möglichkeit festzustellen, ob sich die Jahreszeiten geändert haben, hatte er wirklich nicht. Ja, natürlich verkehrten hier nicht nur Literaten. Es verkehrte hier auch ein später sehr berühmt gewordener Mann namens Bronstein. Vielleicht sagt Ihnen dieser Name nichts. Später wurde er bekannt als Trotzki. Trotzki verbrachte rund 7 Jahre hier in Wien im Exil und sein Stammcaféhaus war ebenfalls das Café Zentral. Ja, und als dann in Russland Revolution war, berichtete ein Beamter des Außenministeriums seinem Vorgesetzten, einem hochrangigen Sektionschef, haben Sie schon gehört, in Russland ist Revolution. Woraufhin dieser Sektionschef gemeint hat, also bitte, wer soll denn in Russland Revolution machen? Etwa gar der Herr Bronstein aus dem Café Zentral. Er hat sich dann sehr gewundert, als er vernommen hatte, er war es tatsächlich. Ja, viele Stammgäste haben auch das Zentral etwas beeinflusst. Manche Kaffeezubereitungsarten wurden sogar nach den Stammgästen benannt. So gab es hier einmal einen Kaffee mit dem schönen Namen der überstürzte Neumann. Allerdings war dieser Gast nicht immer in Eile, sodass er den Kaffee hinabgestürzt hat. Diese Bezeichnung bezog sich wirklich auf die Zubereitungsart. Dieser Gast wünschte nämlich das Schlagobers zuerst in der Tasse und den Kaffee hat man dann überstürzt, also drüber geleert.
Daher kommt der Name der überstürzte Neumann. Ja, heute lieben die Wiener und natürlich auch unsere Gäste das Kaffeehaus immer noch sehr, wenn wir auch leider nicht so viel Zeit haben, dass wir hier den ganzen Tag verbringen können. Aber Zeit für eine gute Tasse Kaffee, das haben wir heute immer noch. Ja, und das Wiener Kaffeehaus, das ist nicht nur Kult. Mittlerweile ist es auch Kultur. Denn im November 2012 hat die UNESCO das Wiener Kaffeehaus zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt.